Litauen ist eines der christlichsten Länder der ehemaligen Sowjetunion. Und das Zeichen des Christentums ist das Kreuz. Wir sind jetzt schon seit 2-3 Tagen hier in Litauen unterwegs. Und Leute, ich bin mega enttäuscht. Ich habe noch keine Kreuze gesehen. Ich weiß nicht, Henning, hast du Kreuze gesehen? Nee. Heute befinden wir uns an einem Ort, an dem über 1 Million Kreuze stehen. Jedes Kreuz erzählt eine Geschichte von Hoffnung, Verlust und unerschütterlichem Glauben eines Volkes. Der Berg der Kreuze, der seit Jahrhunderten existiert, wurde während der Sowjetzeit zum Symbol des Widerstandes. Litauer, die aus sibirischen Gulags zurückkehrten, stellten Kreuze auf für ihre gefallenen Kameraden. Mehrfach ließ das Zentralkomitee der Sowjetunion tausende Kreuze niederwalzen, doch die Litauer gaben nie auf und stellten die Kreuze unermüdlich wieder auf. Willkommen an einem Ort, an dem Glaube stärker ist als jede Unterdrückung. Im Berg der Kreuze. Wir sind heute beim Berg der Kreuze, ein wirklich beeindruckender Ort hier in den Provinzen und den ländlichen Gegenden Litauens. Und ja, dieser Ort hat extrem viel Geschichte, ist extrem wichtig für die litauische Bevölkerung und ein sehr emotionaler Ort. Und ja, nehmt euch ein bisschen mit durch vielleicht einer der besonderssten Orte Litauens. An diesem Ort stehen 50.000 bis 100.000 Kreuze. Mit den kleinen Kreuzen gerechnet, die an den großen Kreuzen hängen, sind es über 1 Million. Und ihr seht, was ich meine mit 1 Million Kreuze. 50.000 von solchen großen Kreuzen, aber an jedem großen Kreuz hängen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und so weiter kleine Kreuze. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, woher weiß ich, dass hier 50.000 große Kreuze stehen und insgesamt über 1 Million? Der Grund ist, 2 litauische Studenten haben die Kreuze gezählt. Bei 50.000 haben sie aufgegeben, aber sie haben angefangen zu zählen. Ich glaube, die Million ist also eine Schätzung, die aber offiziell mal so genannt wurde. Gezählt hat es natürlich keiner. Das geht gar nicht. Man merkt, hier waren schon Leute aus aller Welt. Hier sind japanische Schriftzeichen zu sehen auf diesem Kreuz. Hier sind natürlich litauische Menschen. Ich habe schon Spanier gesehen, ich habe Deutsche gesehen. Jeder, der irgendwie vielleicht auch christlich ist und hier hingeht, oder sehr viele Menschen wollen was da lassen. Und das ist eigentlich schön. Also es werden täglich mehr. Also ich frage mich, wann das gipfelt. Vielleicht sind ja eines Tages 10 Millionen Kreuze. Mich würde es nicht wundern, Leute. Ich muss sagen, das ist wirklich erschlagend hier. Ihr seht, wenn man hier langläuft den Berg hoch, die Kreuze liegen schon im Haufen aufeinander. Sie stehen gar nicht mehr, weil das solche Ausmaße annimmt. Der Platz reicht nicht mehr auf dem Hügel. Also schon links und rechts gestapelt, liegend. Wirklich, also ich bin wirklich baff. Und das muss man richtig auf sich wirken lassen. Das ist schon brutal, der Ort. Dieser Ort für Christen ist, zeigt auch hier in der Mitte das zentrale Kreuz. Denn hier hat unterschrieben Johannes Paul II., der Papst in den 90ern, 1993. Er hat sich dann hier persönlich bedankt für den Aufstand und für den Glauben der Menschen. Also international gesehen sogar auch ein besonderer Ort. Ich habe jetzt mal die jungen Leute kurz gefragt, ob das hier für Litauerinnen ein Ort ist, an den sie regelmäßig kommen. Und nein, das ist auch eher ein Ort, an dem man mal gelegentlich kommt. Also wenn man hier aus der Gegend kommt, dann vielleicht regelmäßig, vor allem wenn man religiös ist. Aber sie waren jetzt auch zum ersten Mal da. Also das ist eher auch etwas für einen Tagesausflug oder dass man vielleicht 1-2 Mal macht. Ist also ein Pilgerort, aber die meisten Menschen kommen hier nicht regelmäßig hin. Das ist der zentrale Ort des Widerstandes hier in Litauen. Und ich berichte oft über die Sowjetunion, bereise die Länder. Und es ist aber auch wichtig, ab und zu mal auf die, darauf hinzuweisen, dass diese Epoche doch auch eine sehr gewaltvolle und ja, brutale Epoche war. Und dieser Ort bringt das perfekt zum Ausdruck. Und deswegen ist das so beeindruckend, finde ich. Und so einen Ort haben wir auf meinem Kanal noch nie gesehen, wo dieser Widerstand so deutlich zu sehen ist. Also, ich muss sagen, ich war selten so beeindruckt, auch von den Menschen, die hierher gekommen sind, um das zu errichten und die sich nicht haben kleiden kriegen lassen.
was meine ich überhaupt mit Widerstand, wenn ich hier über diese Kreuze rede? Ihr müsst euch vorstellen, zu Zeiten der Sowjetunion war Glauben verboten, Religion war verboten. Das heißt, dieses Aufstellen der Kreuze war ein aktiver Widerstand und ein aktives Auflehnen gegen das Regime. Und ja, die Kreuze wurden mehrmals abgerissen. Es gab ein Sprichwort, die Kreuze wurden in der Nacht wieder aufgebaut, tagsüber abgerissen. Mehrmals kamen hier Walzen hin und haben diesen schönen Ort zerstört. Mehrere tausend Kreuze auf einmal. Ihr müsst auch wissen, viele Litauerinnen wurden damals von Stalin in sogenannte Gulags transportiert und geschickt nach Sibirien. Und diese Kreuze wurden auch platziert als Symbol und Zeichen, dass die Leute an diese Opfer des Regimes denken. Das heißt, die Kreuze stehen auch zu einem Großteil für die Menschen, die damals zu Zeiten der Sowjetunion nach Sibirien deportiert wurden, gegen ihren Willen. Da haben die Leute an diese Menschen gedacht und regelmäßig Kreuze hingebracht. Ja, die Geschichte ist wirklich sehr reich an diesem Ort. Ja, was ich richtig krass finde, sind auch einfach die Maßstäbe. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt auf der Kamera. Es fängt hier an auf dem Flachen, geht dann hoch auf den Hügel. Also es ist mehr als dieser Hügel. Du siehst den Wald voller Kreuze nicht mehr sozusagen. Es ist kein kompakter Ort, sondern wirklich, es wirkt mächtig und wirklich beeindruckend. Es gibt auch zwei Mythen um diesen Ort. Der eine Mythos besagt, dass hier ein Vater lag auf diesem Berg und gebetet hat für seine kranke Tochter und dann in seinem Schlaf ein Engel zu ihm kam und gesagt hat, stell hier auf diesem Berg dein Kreuz ab und deine Tochter wird wieder gesund. Und so wurde das erste Kreuz hier gepflanzt. Der andere Mythos ist folgender. Ein Fürst aus Vilnius hat einen Gerichtsprozess und hat gesagt, wenn ich diesen Gerichtsprozess gewinne, stelle ich hier ein Kreuz auf. Und er hat dann vor 300 Jahren diesen Gerichtsprozess gewonnen und angeblich das erste Kreuz aufgestellt. Das sind zwei Mythen um diesen Ort. Welche stimmt? Man weiß es nicht. In den letzten Jahren ist auch die Kritik aufgekommen, ist das noch ein Heiligtum oder inzwischen schon eine Müllheide, plakativ gesagt, weil früher ist man hier hingepilgert zu besonderen Ereignissen, zu Hochzeiten, Taufen. Inzwischen kommen hier extrem viele Menschen hin und das wird kritisiert. Teilweise gab es hier auch schon, wurde hier mehr Sperrmüll hingestellt und so weiter. Das heißt, die Kritik kam auf, aber ich glaube, jeder sollte sich mal ein eigenes Bild machen und wenn ich hier langlaufe, ist es definitiv ein Heiligtum. Gruselig, Leute. Ich weiß nicht, ob da jemand beerdigt ist, dessen Stimme bis in alle Ewigkeiten rausschallt. Ich will jetzt auch nicht stören. Hier geht's hoch, Leute. So sieht das Ganze aus. Also, im Leben sieht man manchmal schöne Orte. Man fährt in den Strand nach Thailand. Aber diese Orte sind nicht einzigartig. Und hier haben wir echt einen Ort gefunden, der so in der Art einzigartig auf der Welt ist. Ihr könnt nicht woanders hinfahren und so ein Erlebnis haben. Und das macht den Ort auch sehr besonders, wie ich finde. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war der zweite Teil der Litauen-Serie und es wird noch weitere Teile geben. Deswegen abonniert unbedingt, um die nächsten Wochen nicht zu verpassen. Und ja, toller Ort. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. War es ein Ende des Videos. Wir haben die Sonne und wir sind an diesem friedlich schönen Ort. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Bis dann. Ciao.